Ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erck, Beziehungscoach und Therapeut und heute sprechen wir mal über das Thema Bedürfnisse. Eine Frage, die ich mich sehr, sehr häufig gestellt kriege. Wie gehe ich damit um, wenn meine Bedürfnisse immer wieder enttäuscht werden in meiner Partnerschaft, wenn meine Bedürfnisse einfach nicht erfüllt werden? Ab wann ist es zu viel? Ab wann ist es mein Thema? Und deswegen werden wir hier jetzt mal ausführlich drin eintauchen und du erfährst, wie du deine Bedürfnisse in der Partnerschaft wirklich erfüllt bekommst. Hier ein kleiner Einblender, bevor das Video gleich weitergeht. Ich biete jetzt immer kostenlose Coaching-Abende an, wo du dich anmelden kannst, wo du mir live deine Frage stellen kannst oder einfach nur als stiller Zuhörer dabei sein kannst und so mich und meine Arbeit noch genauer kennenlernen kannst und vielleicht die Frage oder das Thema, was dir schon lange auf dem Herzen liegt oder was dich bewegt, endlich klären und bekommst so kostenfrei von mir Tipps oder Unterstützung in der Situation, in der du gerade steckst. Du kannst dich dazu einfach anmelden, hier unter diesem Video. Das Thema Bedürfnisse. Ich habe dazu eigentlich erstmal eine ziemlich radikale Haltung. Wenn in einer Partnerschaft deine Bedürfnisse nicht gesehen und nicht erfüllt werden, wofür führst du dann eine Partnerschaft? Und natürlich muss man das Ganze ein bisschen mehr ausformulieren und tiefer reingehen, aber das ist schon mal ein Grundgedanke, der uns klar sein muss. Also es macht keinen Sinn, eine Partnerschaft zu führen, wenn es mir mit der Partnerschaft tendenziell schlechter geht als ohne, sondern ein Teil davon darf natürlich auch ein Antrieb sein, eine Beziehung zu sein, weil es für mich unterstützend ist in meinem eigenen Lebensweg, für mein eigenes Wohlbefinden und so weiter. Und so ist es natürlich erstmal generell für jeden Menschen. Wir Menschen sind Kontaktwesen, soziale Wesen. Wir brauchen Beziehungen, ja, wir brauchen Kontakt zueinander. Das heißt, normalerweise ist es immer so, dass wir uns innerhalb von Beziehungen und Partnerschaften tendenziell besser fühlen, als wenn wir nicht in Beziehung sind, ja. Hier wichtig, bevor mir gleich die Kommentare explodieren, ja, wir können auch genauso alleine glücklich sein und man muss es auch differenzieren. Es gibt Menschen, die besser alleine können, andere sind mehr veranlagt, in Partnerschaften zu sein. Es gibt vieles, was man differenzieren kann. Ich versuche es ein bisschen zu vereinfachen und formuliere es deswegen ein bisschen pauschaler, ja. Das andere, was man natürlich dazu ergänzen muss, dass wir genauso Abschnitte für uns alleine brauchen, ja, dass das auch dazugehört und nicht, dass wir in Beziehungen die ganze Zeit aufeinander hängen, ja, aber auch das macht eine gesunde Partnerschaft aus, dass wir Zeit zusammen haben können und jederzeit Zeit für sich haben kann, ja, dass beides eine Option ist in Beziehung und wir nicht vollkommen verschmelzen. Also das erstmal vorweg. Es geht nicht darum, dass du in Beziehung gehst und schaffst, deine ganzen Bedürfnisse mit dir selber auszumachen, dich selber am Arm zu halten und zu kuscheln, ja, dich um dich selbst zu kümmern, weil dein Partner es nicht tut und so weiter. Das ist ein Part davon, ja, aber das ist natürlich nicht eine Grundausrichtung, die gegeben sein sollte. Du solltest in einer Beziehung sein und sagen, hey, ich bin zufrieden. Ich finde, wir gehen aufeinander ein, wir nehmen Rücksicht aufeinander, wir unterstützen einander, ich fühle mich gesehen, ich kann mich zeigen in dem, was ich will, der andere hat Interesse, darauf einzugehen. Wenn ich in einer Partnerschaft bin, wo auf meine Bedürfnisse und auf meine Wünsche immer mit Ablehnung reagiert wird, die nicht gesehen werden, die abgewertet werden von meinem Partner oder meiner Partnerin, da stimmt etwas nicht. Ja? Da gilt es, tiefer hinzuschauen. Und jetzt ist nicht der erste Schritt, direkt die Partnerschaft in die Tonne zu werfen, sondern sich mal Zeit zu nehmen, hinzublicken in das Ganze. Und es sind mehrere Aspekte wichtig, wenn wir darauf schauen. Ja? Beginnen wir mal mit dem ersten Basisstep. Ja? Das ist die Partnerwahl. So viele Menschen wählen einen Partner und sind sich dabei gar nicht bewusst, was wähle ich hier eigentlich? Ja? Wer ist dieser Mensch genau? Ist es überhaupt jemand, der zu meinen Werten passt? Ist es jemand, der zu dem passt, was mir wichtig ist? Das heißt, das ist schon eine Sache, wo wir vorweg mal wirklich hinschauen sollten und ehrlich zu uns sein sollten. Viele Menschen, gerade die auch dieses Thema haben mit Bedürfnissen und so weiter, gehen mit viel Bedürftigkeit in Beziehung. Und wenn ich bedürftig in Beziehung gehe, nehme ich so ein bisschen die Katze im Sack. Ja? Dann nehme ich das, was mir geboten wird. Und meistens da eine Angst da, wirklich zu sagen, ist es das, was ich wirklich will? Ist es das, was mir wirklich wichtig ist in Partnerschaften? Lebt der andere die Werte, die mir wichtig sind, für mich, für meine Beziehung, für meine Lebensgestaltung? Ganz einfaches Beispiel, ja, du bist total outgoing, ja, du liebst es quasi unterwegs zu sein, du liebst es etwas Neues zu erkunden, du liebst es sportlich aktiv zu sein und bist damit jemanden, für den es gar nichts ist, ja, der hat überhaupt keine Lust, sich zu bewegen, der hat überhaupt keine Lust, irgendwie sportlich aktiv zu sein, der hat keine Lust, irgendwie das Haus zu verlassen, was ja auch legitim ist, es gibt viele Menschen, die das nicht mögen, ja, und die finden sich ja auch damit an, das passt ja, ja, aber wenn das schon mal vorab nicht gegeben ist, ja, und ihr schon in der Kennenlernphase, du die ganze Zeit merkst, okay, ich nehme hier Rücksicht, ich sitze jetzt irgendwie mit auf der Couch die ganze Zeit und so, dann wundere dich nicht, dass das eines Tages dir in der Partnerschaft auf die Füße fällt. Es ist ein wichtiger Part, dass wir uns gut kennen, wenn wir in die Partnerwahl gehen und mal wirklich schauen, okay, was ist mir wichtig? Ja? Weil das Problem ist halt, du kannst aus einem Esel kein Pferd machen und genauso andersrum. Das heißt, du musst schauen, kommt es überhaupt erstmal in Frage? Also ist mein Partner überhaupt von seiner Grundstruktur, passen wir da? Ja? Gehen wir da in eine gleiche Richtung? Haben wir gleiche Werte? Sind uns die gleichen Sachen wichtig? Das ist schon wichtig, sich darüber mal auch auszutauschen und ehrlich zueinander sein. Kann es sein, dass uns andere Sachen wichtig sind, ohne das zu bewerten, ohne zu sagen, das eine ist besser als das andere, ja? Sondern wem ist was wichtig? Das ist der erste Punkt. Aber dafür ist nochmal entscheidend, dass ich mich überhaupt kenne und wahrnehme, was ist mir eigentlich wichtig, was sind meine Werte und so weiter. Der nächste Part, und das ist wohl mit das Wichtigste. Ich mache mir diese Gedanken über
werden meine Bedürfnisse erfüllt? Werde ich wirklich gesehen? Ja, dass das so einen Stress in mir auslöst, ist meistens der Fall, wenn ich dazu ein Thema in mir habe. Partnerschaften passieren nie aus Zufall. Partnerkombinationen passieren nicht aus Zufall, sondern meistens komme ich genau in eine Beziehungssituation, die für mich die größte Lernaufgabe ergibt. Das bedeutet nicht, dass ich für immer in dieser Partnerschaft dann immer verweile, aber häufig ist es so, dass die Herausforderung, die sich gerade dir stellt in Partnerschaften, mit eine der Herausforderungen ist, wo bei dir am meisten Entwicklung möglich ist. Das heißt, triffst du auf einen Partner, ja, wo du immer wieder sagst, hey, ich möchte mehr Zeit mit dir, ich möchte mehr Nähe zu dir, und der andere immer wieder abblockt, ist das jetzt die Möglichkeit für eine Wachstumschance? Das Erste, was du dich nämlich mal fragen kannst, aus welchem Antrieb heraus habe ich diese Wünsche und Bedürfnisse? Aus welchem Antrieb heraus gehe ich auf den anderen zu? Und wenn hier mein Antrieb eigentlich, ich fühle mich im Mangel, ich fühle mich bedürftig, ich fühle mich unsicher, es tauchen Gefühle auf in mir, die ich nicht fühlen möchte, ja, und das kompensiere ich durch den anderen, indem der andere sich um mich kümmern soll, für mich da sein soll, mich halten soll und so weiter, ja, dann ist das hier einfach schon mal ein guter Indikator, warum der andere es nicht tut. Weil was auf uns extrem abwehren uns auslöst, ist, wenn wir auf jemanden treffen, der sehr bedürftig ist, ja, der einfach kommt so, bitte hilf mir, bitte sei für mich da. Ich überspitze das alles jetzt ein bisschen, ja, nicht, dass du so auf den Partner zugehst, ja, aber so ein bisschen von der inneren Grundbewegung. Das löst dann so ein aus wie, oh nee, ich habe keine Lust, mit dir Zeit zu verbringen, ja, wenn der andere einfach eher wie so eine Belastung wird, wenn ich mit demjenigen Zeit verbringe. Und das muss auseinandergehalten werden, weil ich kann Bedürfnisse haben und trotzdem in mir sicher und stabil sein und nicht abhängig sein von der Erfüllung des Wunsches von dem anderen. Ja, und das ist, was viele nicht auseinanderhalten können. Und diese innere Bedürftigkeit, die auftaucht, ist keine erwachsene Bewegung, sondern die Bedürftigkeit, die dort aufkommt, dieses ich will gesehen werden, ich will, dass du für mich da bist und so weiter, ist eine kindliche Bewegung. Weil aus kindlicher Perspektive ist es absolut sinnvoll, dass wir bedürftig sind. Kinder sind extremst bedürftig, ja, wenn sie auf diese Welt kommen. Das ist Teil des Kindseins. Ein Kind kommt, wird geboren, kann sich nicht bewegen. Es ist pure Bedürftigkeit, die dort auf die Eltern trifft, ja. Und die ganze Zeit braucht es die Eltern. Bitte sei für mich da, kümmere dich um mich und so weiter. Das ist ganz normal, ja. Und wenn jetzt hier das Kind auf Erwachsene trifft, die diese Bedürftigkeit erfüllt die ganze Zeit und darauf eingeht, ja, dann ist das für die gesunde Entwicklung des Kindes das Beste. Nur das Problem ist, die meisten haben nicht solche Eltern. Das heißt, wir hatten keine Eltern, die die ganze Zeit auf unsere Bedürftigkeit eingegangen sind, sondern die das auch getriggert hat, ne? Dieses, oh, das ist mir zu viel, ich brauche meinen eigenen Raum, ja, oder solche Ideen hatten, wie ich will mein Kind nicht verwöhnen oder so etwas, ja, oder das Kind früh abgegeben haben oder, da gibt es viele Varianten. Aber dadurch wird diese Bedürftigkeitsphase, wenn wir sie mal so nennen wollen, bei Kindern nicht adäquat befriedigt. Und es findet keine vollständige Entwicklung statt. Das ist der Ursprung dafür, dass wir dann auch als Erwachsene uns so bedürftig fühlen innerhalb von Partnerschaften. Wir reinszenieren diese Kindheitsphase, um jetzt endlich das zu bekommen, was uns in der Kindheit gefehlt hat. Aber natürlich passiert genau das Gegenteil. Wenn ich als Erwachsener in Bedürftigkeit auf andere Erwachsene zugehe, löst das nochmal Abwehr aus. Weil das ist für Kinder gedacht, nicht für Erwachsene. Und deswegen ist hier der Entwicklungsschritt für die meisten etwas anderes. Nämlich hier ist der Entwicklungsschritt, zuallererst diese eigene Bedürftigkeit aufzuarbeiten, die sich dort zeigt. Ja, ein Teil, was wir im Coaching mit Klienten machen. Ja, zu gucken, okay, woher kommt das eigentlich? Was taucht da in mir auf? Ja, und dass die Gefühle, die darin stecken, die Not, die darin auch eigentlich als Kind steckte, verarbeitet wird und zur Ruhe kommt. Und ob du es mir glaubst oder nicht, so muss ich das nicht anfühlen, wenn ich Bedürfnisse habe. Ja, Bedürfnisse und Bedürftigkeit gehört nicht zwingend miteinander zusammen. Sondern ich kann Wünsche und Bedürfnisse haben und ich kann aushalten, wenn die nicht gesehen werden. Beziehungsweise kann gucken, okay, wie kann ich sie denn noch zeigen oder wie kann ich mich anders kommunizieren oder was sind andere Wege, sie erfüllen zu können. Das heißt, was du nochmal für dich so reflektieren kannst, ob du, wenn es um deine Bedürfnisse geht, eigentlich immer Angst hast, die zu zeigen. Ja, du hast Angst, zu viel zu sein. Du hast Angst, zu viel zu verlangen. Oder dass, wenn jemand deine Bedürfnisse nicht erfüllt und sagt, ich mache das nicht, als ob dich das gleich in eine riesige Not bringt oder dass du gleich so denkst, ach, ich hätte gar nicht erst fragen sollen und so weiter. Ja? Wenn du solche Grundgedanken hast, dann kannst du dir sicher sein, dass hier ein Kindheitsthema gerade aktiv ist. Aus der Erwachsenenperspektive ist es eigentlich so, dass ich wahrnehmen kann, okay, das ist mein Wunsch. Ich kann es dir zeigen. Ja, das wäre jetzt mir wichtig. Ja? Dann können wir gucken, ob wir einen Kompromiss miteinander finden. Und ich bin auch bereit für Kompromisse. Ja? Und wenn der Partner es nicht erfüllen ist, kann ich nochmal für mich reflektieren, okay, kann ich das vielleicht mit jemand anderen machen? Gibt es andere Kontexte, wo das auch für mich okay ist? Oder kann ich das auch für mich alleine machen? Und wenn ich immer wieder merke, nee, hier sind schon sehr zentrale Bedürfnisse, die ich habe, die nicht gedeckt werden, kann ich auch die Kapazität haben zu sagen, hey, die Frage ist, passt es dann hier noch mit uns beiden? Ja? Geht es dann hier noch mit uns weiter? Ja? Das sind alles so erwachsene Qualitäten. Aber nochmal, da finden wir erst hin, wenn dieses Kindheitsthema, was dahinter steckt, wirklich verarbeitet ist, ja, wenn das wirklich zur Ruhe gekommen ist. Die andere Thematik, die eigentlich auftaucht, ist die Frage, wer bin ich und was will ich wirklich? Dazu haben auch nicht so viele Menschen Zugang. Das heißt, sie glauben immer an der Oberfläche irgendetwas zu wollen, aber wissen gar nicht, um was es da drunter geht.
Ja, das heißt, mein Lieblingsbeispiel, irgendwelche Haushaltssituationen. Ja? Ich will, dass du mir im Haushalt hilfst. Ich will, dass du das oder jenes machst, ja, dass du dich darum kümmerst. Ja? Das kann schon in der Oberfläche der Wunsch sein, aber darunter sind eigentlich andere Aspekte, die nicht gesehen werden. Ne? Darunter sind Einsamkeitsgefühle, Überforderungen, die da sind. Ja? Und eigentlich der Wunsch, darin sichtbar sein zu dürfen, das zeigen zu dürfen, darin gehalten zu werden. Aber das halte ich weg und verliere mich nur so in oberflächlichen Wünschen von wegen jetzt hier, räum mal den Tisch ab und helf mir mal. Ja? Das ist in vielen Beziehungen, in diesen Alltagsstreitigkeiten, eine der Hauptschwierigkeiten. Ja, dass wir uns dann über irgendwelche Alltagskleinigkeiten streiten und darüber quasi ewig diskutieren, weil sich der eine oder der andere oder beide nicht bewusst darüber sind, warum haben wir überhaupt dieses Thema. Was von meiner Überlebensstruktur, was von meinen Bindungsmustern springt hier eigentlich an, dass wir genau diese Diskussion miteinander führen, ja, dass wir genau dort aneinander geraten. Was sind die tiefer liegenden Muster, die dazu führen? Ja? Das heißt, das ist so wichtig. Ja? Und nochmal, das ist so eine Thematik, warum es nicht funktioniert, einfach nur mal ein paar Einzelsitzungen mit Klienten zu machen. Weil es braucht Zeit, sich selber wirklich in der Tiefe kennenzulernen. Ja? Das braucht wirklich Zeit, die man da rein investieren sollte und bedenken sollte. Deswegen nochmal, arbeiten wir immer über mehrere Monate mit Klienten. Alles andere ist in meinen Augen sinnfrei, wenn du wirklich eine Veränderung in deinem Bindungsmuster, in deiner Erfahrung in Beziehung haben möchtest. Je mehr ich jetzt also mit meinem Thema arbeite, desto mehr verändert sich das auch innerhalb meiner Partnerschaft. Ja, das heißt, es geht nicht immer nur um einen Partnerwechsel. Das ist nicht die einzige Option. Sondern je mehr ich das in mir aufarbeite, desto klarer werde ich in dem, was ich will, habe mehr Kapazität, mich für meine Wünsche einzusetzen, mehr Kapazität für Kompromisse. Und meistens triggere ich auch dann mehr ein gesundes Bindungsverhalten in meinem Partner oder meiner Partnerin. Und das gibt natürlich dann einfach ein Fundament oder einen Nährboden, auf dem eine Partnerschaft wachsen kann, wo beide sich gesehen fühlen in ihren Wünschen und ihren Bedürfnissen. Und nochmal, das ist essentiell. Ja. Es kann natürlich immer sein, dass wir zeitweise Rücksicht nehmen müssen aufeinander. Ja. Das heißt, der eine wird vielleicht krank oder es gibt einen Schicksalsschlag oder so weiter. Das gehört natürlich auch zu Partnerschaften, nochmal als Disclaimer. Klar gibt es Phasen, wo wir uns zurücknehmen, auf den anderen achten und so weiter. Aber nochmal, das sollten Phasen sein. Das sollte nicht die Grunddynamik eurer ganzen Partnerschaft sein. Und du solltest für dich am Ende nochmal prüfen, stabilisiere ich diese Beziehung eigentlich nur dadurch, indem ich die ganze Zeit zurückhalte, was wirklich in mir geschieht oder was ich wirklich will. Dann kannst du sicher sein, dass du gerade mitten im Zug sitzt, gegen die Wand zu fahren. Ja? Dass die Beziehung nicht lange so halten wird, sondern wir sollten uns in einer Beziehung gesehen fühlen, verstanden fühlen, geliebt fühlen. Ja? Und nochmal, das ist nicht nur primär vom Partner abhängig, sondern besonders davon, ja, was in mir stattfindet, ja, welche Themen ich in mir gelöst habe, ob ich wirklich in meinem erwachsenen, stabilen Ich bin, ob ich gesundes Bindungsverhalten zeige. Also, wenn du in dieses Thema gerne tiefer einsteigen möchtest, dich darin auch begleiten lassen möchtest, ja, kann ich dich immer sehr, sehr herzlich zum Coaching einladen. Du findest alle Infos zum Coaching auf emanuelerck.com/coaching. Dort kannst du dich gerne eintragen für ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Dort erzählen wir dir genauer, was dich im Coaching erwartet, wie wir arbeiten. Und dann, wenn alles passt, starten wir vielleicht bald gemeinsam in deine Entwicklungsreise, in deinem Beziehungsprozess. Hast du ansonsten noch eine Frage zu dem Thema, schreib es mir gerne hier unten in die Kommentare. Und mich würde auch mal sehr deine Meinung interessieren. Würdest du sagen, es ist wichtig, dass in einer Beziehung Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden? Würdest du sagen, jeder ist dafür alleine verantwortlicher? Was ist dein Standpunkt dazu? Ja, und vielleicht können wir ein bisschen in den Kommentaren diskutieren und vielleicht entsteht daraus noch eine neue Videoidee. Ansonsten teile gerne dieses Video für alle Menschen, für die es relevant ist und gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und ansonsten freue ich mich drauf, dich dann im nächsten Video wiederzusehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.